Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich muss gerade mal auf die Hülle gucken. Zu Wintersport Doppelpunkt Bobfahren 2007. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja schon den Arcade- und Trainingsmodus uns angeschaut. Jetzt heißt es Turniermodus. Ja, ist eigentlich egal, was wir nehmen. Nehmen wir mal einen Zweier-Rodel-Wettbewerb. Und dann gucken wir mal, was wir hier so schaffen. Wahrscheinlich wird es beim Rodeln genauso sein mit der Steuerung. Einfach Pfeile abdrücken und so weiter und so fort. Sofort, nicht so fährt. Ja, und dann schauen wir mal. Also, sieht immer ein bisschen komisch aus beim Zweier, beim Rodeln. Los geht's! Ich glaube, Hotseat könnte sogar zu zweit sein, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Der schwebt da ja förmlich in der Kurve lang. Der war nicht gut. Also bisher sehr durchwachsen. Jetzt haben wir gerade eine sehr gute Phase. Boah, einige Male perfekt. Ich glaube irgendwie 7 von 10 Mal perfekt gehabt eben. So, 59,47. Was hat er denn da unter den Füßen? Soll der immer so ein bisschen Schnee kleben? So, gucken wir mal. Was ist die Zeit wert? Oh ja, also knapper Vorsprung vor Portugiesen. Ich weiß zwar nicht, wo die den Schnee her haben, aber naja, die scheinen ja ganz gut zu rodeln zu können. So, zweiter Lauf. Auf geht's. Ja, ich hatte schon gesagt in der letzten Folge, wir haben auch noch, als nächstes Spiel haben wir Snowboard dran, wenn wir hier mit den Rodeln bzw. Bobfahren durch sind. Und Curling haben wir ja auch noch. Und vielleicht fällt uns auch noch was anderes ein, was wir dann auch noch in diesem Winter dann spielen können. Eieiei, das war jetzt nicht gut. Also wenn man das so spielen könnte, ne, aus der Perspektive raus und dann auch mit richtig lenken und sowas und nicht nur drücken, das wäre cool. So, und die Zeit war sogar noch ein Tick besser, glaube ich. So, dann gucken wir mal, was diese Zeit hier, ich musste gerade mal ganz kurz einen Schnitt machen. So, 1,58,80, also das ist schon, ja, fast eine halbe Sekunde Vorsprung hier vor den Portugiesen. Das klingt ja schon mal sehr gut. Dahinter haben wir Bulgaren, Tschechen, zwei Deutsche, Spanier natürlich auch immer dabei. Interessante Wintersportnationen hier. Aber was soll's. Weiter geht's. Lauf Nummer 3. So, rein in die Rechtskurve. So, ich glaube, der Lauf eben war sogar noch, war glaube ich sogar unser bester, 59,32. Mal gucken, ob wir das nochmal schlagen können.
59-0. Also, nochmal verbessert. Sehr, sehr schön. So, gucken wir mal. Was macht der Vorsprung? Ist der vielleicht auf eine Sekunde angewachsen? Ja, so gut wie zumindest. Also, das sollte uns doch nicht mehr genommen werden. So, auf zu Lauf Nummer 4 und den hoffentlichen Sieg. Und dann bin ich mal gespannt, weil das ja ein Turnier ist. Beim Arcade war es danach dann ja nach der, nachdem es die Medaillen gab, dann vorbei. Mal gucken, wie es hier sein wird. Und dann haben wir auch noch Hot Seat und danach ist das Spiel eigentlich durch. Ja, da habe ich ja extra mir erstmal so Standalone-Spiele quasi rausgesucht, weil ich dachte, die sind dann ein bisschen geiler, als wenn man da so eine, wie bei RTL Wintersport, dann direkt irgendwie 8 Sportarten oder so hat. Das kann denn ja alles nur sehr abgespeckt sein und dann haben wir hier sowas, das findet man eigentlich, ja, keine Ahnung. Jedes zweite Flash-Game, was es im Internet gibt, ist irgendwie aufwendiger programmiert als das hier. Aber wie gesagt, wenn man wirklich selber lenken dürfte, wäre es genial. Aber naja. So, nochmal unter 59 Sekunden und damit sollte es auch feststehen, dass wir hier den Sieg geholt haben. So, dann sollten wir eigentlich die Führung nochmal deutlich ausgebaut haben. Ja, also. 1,5 Sekunden hier in 4 Läufen. Das ist ein deutlicher Sieg. Hier haben wir wieder die Siegerehrung. Das sind wahrscheinlich die gleichen Jungs, die auch beim Bob waren. Brauchen wir uns nicht nochmal angucken. Ach guck, und danach ist es vorbei, oder was? Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Arcade und Turnier? Ich meine, das war doch Turnier, was wir jetzt genommen haben, oder? Ja, muss ja. Ist ja merkwürdig. So, dann gucken wir uns nochmal Hot Seat an. Das hatten wir noch nicht. Man kann auch zwei Sachen auswählen. Ach, guck an. Nehmen wir mal Zweier Bob. Ich gehe davon aus, das ist einfach Multiplayer, ne? Das ist ja richtig geil. Also, ich würde fast sagen, wir haben das Spiel durchgespielt, ne? Gibt es hier nichts anderes mehr? Highscore. Barguest. Rashid. Wo sind wir denn? Zweier. Aha, guck mal hier. Hier sind wir auch vorne. Also, dann können wir, dann machen wir hier nochmal einer Bob. Das ist ja nicht so geil. Einer Bob gibt's nicht, Zweier Bob meinte ich. Es gibt auch keine unterschiedlichen Strecken. Würde aber auch keinen Unterschied machen, ne? Dann drücken wir einfach statt links rechts. Ja, bin ich ein bisschen enttäuscht vom Spiel her, aber gut. Ich glaube 2005 oder so wurde das, glaube ich, programmiert. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber es gibt irgendwie wenig neue Sportspiele zurzeit, ne, in den letzten Jahren. Es werden immer nur noch AAA-Spiele hier entwickelt oder halt Fußballspiele, Rennspiele, aber irgendwie so normale Sportspiele sieht man dann doch relativ selten. Da werde ich mir nochmal bei Steam umschauen, was wir da irgendwie noch finden. So, aber was wir noch machen können, einfach so als Lückenfüller, wir versuchen hier nochmal die Highscore so zu stellen, dass wir bei jeder Highscore vorne sind. Und danach, ja, was sollen wir noch machen, ne? Ist eigentlich vorbei dann. Danach würde ich sagen, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt, wenn ich jetzt schon am PC spiele, dann würde ich das ganz gerne auch danach noch. Deswegen mache ich, glaube ich, Sean White als erstes. Weil ich das halt auch so in der Abstimmung in dem Video dann präsentiert hatte. Das Snowboard-Spiel von Sean White und dann am Ende nochmal SSX hinterher. Zwischendurch dann Curling. Und ja. Aber jetzt wollen wir erstmal
das Bobfahren nochmal machen. Das war der erste Lauf. Und ich würde sagen, wir machen hier nochmal den zweiten Lauf in diesem Video und in dem nächsten Video, weil zwei Folgen immer nur, also das ist echt ein bisschen wenig für ein Let's Play, aber drei Folgen, naja, das ist schon okay. So, von daher, ab mit dem zweiten Lauf, den machen wir noch und danach dann in der nächsten Folge Lauf 3, 4 und dann noch vier Läufe beim Einerrodel. Also beim normalen Roten, nicht beim Doppel- oder Zweier-Rodler oder Team, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt genau, aber halt beim normalen Rodeln. So lang, bis wir halt alle Highscores oder alle Rekorde für uns haben, viermal vorne stehen. Ja, und beim, ja, das geht dann direkt einen Tag später, gibt es dann übrigens dann das nächste Spiel. Das machen wir mal auf dem Slot hier vom Bausimulator, 16 Uhr. Der ist ja vorbei mittlerweile. Ich hätte hier auch ein Gewinnspiel von mitmachen können, aber ich denke nicht, dass es jemanden gibt, der dieses Spiel hier wirklich ernsthaft haben möchte. So, 1:13:56. Ja, und wir liegen mit 36 Zehntel Vorsprung, 36 Hundertstel Vorsprung hier vor den Schweden und Jamaika kommt danach direkt auf Platz 3, aber mit ein bisschen Abstand. Und ja, nächste Folge machen wir hier weiter. Dann natürlich Lauf 3, 4 und beim Rodeln dann nochmal 4 Läufe, dass wir dann die Highscore hier komplett beherrschen. Ich sage danke fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Und ja, macht's gut. Bis dann, wir sehen uns.